Was macht da denn der Markt? Im Moment macht er mal Positives, denn er gapt nach oben. Das war durchaus zu erwarten, nachdem die Futures nach dem gestrigen Schlussstand ein bisschen nochmal runtergekommen waren, aber eigentlich ja dann doch heute Vormittag und heute Mittag eigentlich eine schöne Bewegungsrichtung gezeigt haben. Sehr schön stabil, ziemlich dynamisch. Es kann noch etwas steiler sein, aber das war schon ganz in Ordnung so. Also da darf man nicht maulen. Folgerichtig der Index, der Dow Jones, jetzt positiv aufgemacht. Gute Voraussetzung für den Nachmittag, denn so wie das im Moment aussieht, ist klar die Bewegungsrichtung eher nach oben gerichtet. Aber vorsichtig, bevor Sie vor Begeisterung zerfließen. Das hatten wir in den letzten Tagen ja mehrmals. Das ist steil runter, steil hoch, steil runter. Ja, da weiß man es doch auch nicht. Richtig, das zeigt nichts anderes, als dass der Markt im Moment nicht weiß, wo er hin soll. Das heißt, weder ich weiß das, na, was weiß ich schon, noch die anderen Marktteilnehmer wollen sich festlegen auf irgendeine Bewegungsrichtung. Und wir müssen dann während dieser Phase entweder die Füße stillhalten oder einfach eine Münze werfen und sagen, in der glücklichen Seite bin ich mit dabei oder wenn ich Pech habe, dann eben nicht. Je nachdem, auf welche Seite Sie dann jeweils setzen. Aber im Moment sieht es eher so aus, als ob positiv eine echte Chance ist. Und das ist tatsächlich auch übergeordnet gar nicht so abwegig, denn wir sind zumindest mal, was den Dow Jones angeht und den S&P, auf eine Unterstützung aufliegend. Und wir wissen ja, der Markt liebt solche Marken. Das ist kein Beweis, dass der Kurs dreht, aber die Chancen sind relativ hoch. Der Nasdaq indes hat aufgrund der Nachrichten, die wir gehört haben, US-Behörden, die wollen rumschnüffeln ein bisschen, die wollen mal die enge Kralle anlegen bei Facebook, bei Apple, bei, was haben wir noch, bei Google beispielsweise, also all diesen neumodischen Kram, wie man so schön sagt, wo man noch nicht weiß, was da alles dahinter steckt. Ein bisschen weiß man schon, Datenkraken gibt es da gerade genug und da möchte die US-Behörde oder möchten die US-Behörden, es sind mehrere, durchaus mal drauf gucken, ob das wettbewerbsrechtlich und datenschutzrechtlich einigermaßen in Ordnung ist. Das fürchteten natürlich die Marktteilnehmer, die Anleger und dementsprechend gab es da. War es Gewinnmitnahmen oder war es einfach ein Shorty? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat das Druck ausgeübt und das hat wiederum den Nasdaq nach unten gedrückt, den Hightech-Index aus Amerika. Und der hat dabei auch seine entscheidenden Marken. Entscheidende Marken, was für ein Quatsch. Es gibt keine entscheidenden Marken. Aber zumindest mal die auffälligen Marken nach unten durchstoßen, die gerne dafür sprechen, dass der Markt, wenn er denn da durchgeht, vielleicht den nächsten Schub nochmal macht. Gut, wir werden sehen. Heute Amerika, aber insgesamt eher positiv. Und ich kann mir ebenfalls vorstellen, dass die amerikanischen Hightechs da nicht sich dagegen auflehnen. Spannend auch jetzt kurz nach US-Börsenbeginn, also quasi während Sie das Ganze hören oder vorhin, je nachdem werden Sie dazu kommen. Die Rede von Fed-Chef Powell, der hatte mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen dazu was zu sagen, nicht jetzt zu den Hightechs, aber zu den Märkten aktuell. Und das kann, das wissen wir ja, sowohl kurzfristig für die Intraday-Trader als auch übergeordnet für die Investoren ein bisschen ein Fingerzeig sein. Insgesamt bin ich, um mal die Investoren wieder ein bisschen in den Fokus zu rücken, gar nicht so negativ drauf, wie das jetzt im Moment aussieht. Finde ich eigentlich klasse. Je negativer, desto mehr ist auf Kaufen. Nur kaufen, vorsichtig, immer erst eine Bestätigung abwarten, wie die für Sie aussieht. Das müssen Sie nochmal gucken, wie die für uns aussehen kann. Kennen Sie entweder in den Ausgaben von Trade des Tages oder hier von den vielen Videos, die ich mache, in der Hoffnung, dass Sie ein bisschen wenigstens hin und wieder mal drauf gucken und eine Idee bekommen, an welchen Stellen typische Entries sind. Das Prinzip können Sie natürlich immer wieder verwenden. Also wenn Sie es jetzt heute noch nicht wissen, gucken Sie sich einfach die Videos der letzten Tage an. Dann sehen Sie, wie ich da ticke und wo man da diese Bestätigung tatsächlich findet. Ja, in diesem Sinne kann man eigentlich nur hoffen, dass der Markt für Sie in die richtige Richtung läuft. Drücken wir uns allen die Daumen, dass wir Spaß an den Märkten haben. Erfolg idealerweise noch dazu. Ihnen alles Gute. Bis bald.